was uns auszeichnet, was ich schätze, ist die Offenheit und Transparenz in unserem Haus, dem Kunden gegenüber, auch schon auch von unserem Gebäude gegenüber, von unserem Auftreten. Und daraus resultierend die Kundennähe, das Vertrauen, das die Kunden an uns haben. Und das ist für mich mit das höchste Gut, die höchste Verantwortung, wo wir haben, diesem Vertrauen gerecht zu werden. Und nicht verändert hat sich, glaube ich, die Nähe zum Kunden und das Gespräch zum Kunden. Ich glaube, das ist eines unserer wichtigsten Ankerpunkte, den wir letztlich auch in unserem gesamten Bankgeschäft haben. Bei aller Digitalisierung, die es gibt, ist die Nähe zum Kunden, glaube ich, immer noch das Nonplusultra. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Bank darf, heute noch. Ich bin stolz, in dieser Bank arbeiten zu dürfen. Und war immer stolz darauf und bin es heute auch noch. Und ich muss sagen, mir macht jeden Tag macht mir Spaß. Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit. Es war für mich nie eine Pflicht, nie ein Muss. So lange in sich behauptet gegen sämtlichen Strömungen, die es gibt, Veränderungen, sich behaupten, mit den Veränderungen mitgeht, zeugt doch davon, dass die Bank zu Recht hier ihre Daseinsberechtigung hat. Das nicht so seit gestern, sondern seit den 150 Jahren. Den persönlichen Kontakt. Also, ich meine, Sie geben sich ja sehr viel Mühe mit Ihren Veranstaltungen hier im Haus. Da haben Sie, glaube ich, jetzt die Sparkasse etwas überholt. Haben unsere Kunden auch dementsprechend was davon, dass Sie noch als Kunde zählen und nicht nur als Kontonummer oder sonst irgendwie, sondern Sie sind ein Teil von dem großen Ganze hier von der Volksbank. Und ich denke, das ist auch wichtig und das muss man auch kommunizieren nach draußen. An der Volksbank Pforzheim schätze ich sehr, dass sie tatsächlich regional verwurzelt ist, als Gegenpol dann auch zu den großen international agierenden Häusern und dass sie natürlich dadurch auch viele Risiken, die es bei anderen Instituten gibt, so nicht im Haus haben. Die Volksbank Pforzheim ist wichtig, weil es ein regionales Institut ist. Dieser regionale Bezug wird natürlich hier von der Bevölkerung sehr stark in Anspruch genommen, meines Erachtens noch viel stärker im Laufe der Zeit, als ich das ganz am Anfang erlebt habe. Grundsätzlich ist die Volksbank für mich heute noch und für uns und für die Familie der beste Partner. Also ich kann es einfach so weitergeben. Und natürlich, ja, und wenn wir anrufen und sagen, das ist eine schnelle, witzige, schnelle Idee, dann können wir die wirklich umsetzen. Wenn ich nicht mit eigenen Mitteln oder gerade gestern 50 Kilo Gold gekauft habe, ne, dann das muss ich auch bar bezahlen, dann ist die Volksbank immer da. Ich sehe die Volksbank Pforzheim als einen enorm vitalen Faktor in unserer Stadt. Sie ist gut aufgestellt, sie ist ein Kommunikationszentrum. Sie kommuniziert sehr gut auf allen Etagen dieses Hauses. Und insofern ist die Volksbank oder das Geschäftsleben unserer Stadt nicht mehr wegzudenken. Braucht man einfach.